Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Saisonfinale in der ersten Saison mit der Spielvereinigung Bayreuth. Es ist das DFB-Pokalfinale, was heute ansteht. Wir treffen auf Bayer 04 Leverkusen. So, Moritz Heinrich wechselt für 600.000 zu Cosenza. Für das Geld kann man immer noch den ein oder anderen. Oh, bitte eine Abo-Kartung. Für das Geld kannst du versuchen, noch einen Spieler zu verpflichten. Klar, wir werden halt, wie gesagt, keine Mega-Transfers machen. So, ich gucke gerade, was wir haben, da habe ich ein paar Nachrichten reingekriegt noch. Scouting Update. Okay, das ist nicht wichtig. Ich verdünne den Kader aus. So. Ja, hoffentlich kommen die beide zurück. Ich will sie beide wieder, will sie eigentlich beide gerne zur neuen Saison halten. Deswegen versuche ich das vielleicht den Kader aufzubauen. Warte mal, ich gucke gerade noch, ob ich da den einen oder anderen. Habe ich Geld, wir hätten theoretisch um den einen oder anderen Transfer. Vielleicht, wir haben immer noch leider nur die 300.000. Schade. Das würde momentan nicht reichen, um annähernd auch was klar zu machen. Aber wie gesagt, wir schauen, was in der neuen Saison finalisiert werden kann, was machbar ist. Oder habe ich hier mal eine Möglichkeit, den Piri zu verpflichten? Zumindest. Der wird wahrscheinlich nicht kaufziehen. Ne, reicht nicht. Schade. Aber alles ist gut. Wir haben alles im Griff. Theoretisch, wie gesagt, selbst wenn sie gehen würden, wenn sie neue Saison geht, haben wir ein bisschen mehr Kohle. Vielleicht haben wir, da die Möglichkeit, nochmal nachzuverpflichten. So, dann kann ich die doch wieder auf Fach bringen? Kann ich die vielleicht noch mal ein Jahr leihen? Mit einer Kaufoption und mir ein bisschen eine Leihe beenden. Ich kann nur Leihe beenden, ne? Will ich aber nicht. Ich brauche sie beide jetzt. Heute. Leverkusen, auf geht's. Beziehungsweise, es ist noch ein bisschen Vorbereitung gerade. Kommt unser Service auch her. Wir haben die Saison gewonnen. Nur ich hoffe, dass das Ding hier nicht uns kaputt macht. So, Osnabrück möchte Schwarz kaufen. Soll er gehen? Angebot annehmen, das ist ein gutes Angebot. Das heißt, wir werden ihn. So. Damit wir das Ding unter Dach und Fach kriegen. Damit die Transfers so nach und nach finalisiert werden können. Leihe von Sterne. Ich weiß, dass die Leihen enden. Das ist mir schon klar. Ich hoffe, ich krieg sie noch finalisiert. Was soll man denn überhaupt für einen Monat? Toll. Zaschewski geht für 440.000. Und das ist eine B-Bewertung. Okay, das ist eine gute Bewertung. Wir haben natürlich ein paar Leute jetzt, die gehen werden. Und Edwin Schwarz wird zum VfL Osnabrück gehen. Und das ist auch einfach eine Bewertung. Also wir haben jetzt 4 Abgänge Kassier immer gemacht. 3-mal A, 1-mal B. Ist souverän. In Ordnung. So. Gehen wir rein in die Pressekonferenz zum DFB-Pokalspiel. Thank you everyone for joining us. We're going to start questions now. Nö, einfach spielen wie immer, wenn es klappt. Wir haben ja nichts zu verlieren in dieser Partie. Thank you.
So. Das Team ist komplett zuversichtlich natürlich. So. Wir müssen uns heute voll konzentrieren. Guys, we're now out of time. Thanks for attending. Apologies if you were unable to ask your question. So. Gehen wir ein ins letzte Match dieser Saison. Können wir heute tatsächlich den DFB-Pokal klar machen? Oder kriegen wir von Bayer Leverkusen heute mal so richtig auf die Socken? Aber mal schauen. Ich denke, so sollte das eigentlich kein Problem sein. Heute wird nicht rotiert in der Liga. Heute geht es um alles. Und vielleicht ist es tatsächlich der große Schritt in Richtung internationales Geschäft. Wenn wir heute gewinnen, ist es klar. Wenn wir heute verlieren, weiß ich es noch nicht. Aber da könnte sein, dass wir in der Europa League antreten. Es ist der Höhepunkt im diesjährigen DFB-Pokal. Das Finale steht an. Bleiben Sie dran. Wir melden uns live aus dem Olympiastadion. Die U21 bedankt sich heute noch eine Ballstelle bei Blumenhaus Hager. Blumenhaus Hager. Rolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie heute zum Endspiel um den DFB-Pokal. Es ist also mal wieder soweit. Einer der Höhepunkte der Fußballsaison steht an, das Pokalfinale. Es wird spannend, es wird dramatisch. Jetzt wollen zwei Mannschaften hier Geschichte schreiben, wollen sich in der langen Liste der Sieger verewigen. Es dürfte wieder mal ein echtes Spektakel werden. Könnte ein grandioses Spiel werden, Buschi. Endspiel also um den DFB-Pokal. Spannende Geschichte. Beide wollen nach dieser harten Saison nochmal auftrumpfen. Und wir schauen mal, was da auf dem Rasen taktisch passieren wird. Und hier sehen wir die Startaufstellung für die Partie heute. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft. Und Flexibilität. Ja, vier Abgänge haben wir schon fix. Plus halt die Leihspieler Sterner, Ulrich und Perry. Das sind zumindest Bescheid. Also es werden wahrscheinlich 7-8 Abgänge werden. Bayern mindestens. Vier sind schon fix. Die Leihspieler stehen noch nicht fest. Die will ich gerne verpflichten. Also Perry, Sterner sollen bleiben. Ja, definitiv Ulrich auch. Aber schauen. Sie spielen ebenfalls im 4-5-1. Das soll offensiv ausgerichtet sein. Man darf sich da nicht irritieren lassen, weil da nur ein nomineller Stürmer dabei ist. Ja, das ist natürlich Qualität. Holt Leverkusen den ersten DFB-Pokal-Titel oder zieht ein Drittligist? Leverkusen macht das immer wieder richtig gut. Da man schafft es ein und mal auch spielerisch zu glänzen. Ja, ist schon klasse, wie da gearbeitet wird. Stellen die Mannschaft immer wieder gut zusammen. In der Hinsicht einer der beständigsten Clubs der Liga. Na dann, auf geht's ins Match. Oh, schöner Rasen, gefällt mir. Lippert. Ja, ein bisschen über die Außen, mal links. Da sind sie alle machtlos. Der Ball an den kurzen Posten. Ja, schade, war die Idee. Warte mal, eine Idee. Aus diesem ja, schön weggeschubst. Erstmal nichts. Wirtz. Patrick Schick. Aber ja, wir haben im Halbfinale, im Viertelfinale die Bayern ausgeschaltet. Es gibt in diesem FUT-Verein keinen besseren, keinen erfolgreicheren Torjäger als ihn. Das ist natürlich eine Riesenleistung. Ohne den wären sie nicht da, wo sie stehen. Torgefahr kam bei. Und der war weg zwischendurch mal. Weil RB den Nummer nicht zurückkam, wollte, bitte war ja nicht. Gut gemacht, gutes Tackling. Für Pong gut gegen Rohr. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Die Chance zur Führung. 1 zu Leverkusen. Und damit liegen sie nun vorn hier im deutschen Pokalfinale. Was jetzt von Pox jetzt nicht durchgerannt bis vorne da das Ding gemacht. Nochmal die Scheinbar, ja. Wir sehen,
Der Keeper wird im kurzen. Nee, der Wievers. Das Ding mal halten. So, weiter geht's. Bayern 04 liegt hier jetzt vorne. Also, jedenfalls die frühe Führung der Leverkusens. Nach nicht mal einer Viertelstunde. Das wird Ecke gehen. Ecke. Kommt der Ball. Kommt der Ball. Ramani, nicht, dass der. Und noch eine Ecke. Ah, den muss er besser erklären. Oh, das war knapp. Elfmeter. Elfmeter. Okay. Ich habe das als Kopfball gesehen, dass er den mit dem Kopf rausgehauen hat. Aber ist doch ein Handspiel? Das Handschuss? Ja, doch. Mr. DFB-Pokal. Ich brauche jetzt nicht tausendmal angezeigt werden, wer hier. Ach, du musst jetzt nicht. Ja, haben wir es jetzt. Das soll jetzt der Ausgleich werden. Hat ihn. 1-1. Hugo Lobor. 18. Mr. DFB-Pokal. Starker Elfmeter. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. In dem Winkel. Das ist schon diese. Keine Chance für Radecki. Der gut rübergegangen. Und das Tor ist dann verdient. Oder gut gemacht. Verdient ist es was anderes. Es ist eben, das ist beide die erste Chance gewesen. Es ist 1-1. Und damit ist es wieder auf 0. Sie schirmen den Ball ab. Unaufhaltsam. Ja, gemacht, das macht er sicher. Geh mal durch. Geh mal die Außenbahn. Ah, Ramani vor. Ja, Quatsch, nicht Ramani. Fünf Punkte vor George. Das sind natürlich ganz andere Welten. Diaby mit dabei. Diaby, der Torschütze zum 1-0. Jetzt kann das Tor fallen. Sie gehen in Führung. Und das sag ich ja. Basel bei Leverkusen kriegt die zweite Chance und macht 2-1. Florian Wirtz. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Ja, das ist wie gesagt eine ganz andere Geschwindigkeit. Da komme ich gar nicht hinterher. Diaby, der hat unnormal Power und unnormal Zug. Da ist nicht viel zu machen. Und da hinten muss er erstmal durchkommen. Also, Florian Wirtz auf jeden Fall mit dem 2-1 für Leverkusen. Schön dazwischen gegangen. Schade. Halbe Stunde. Hat deutlich weniger von diesem Spiel, zumindest was den Ballbesitz angeht. Aber ich ja, glaube, das kann Ihnen völlig wurscht sein. Sie haben halt. Sie führen, nutzen ihre Chancen, sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise und das zählt dann auch. Oh, da ist er durch. Schiri. Ah, da soll sich niemand wundern, wenn es hier eine Karte gibt. Piri, gelb. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe ist okay. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Und hier ist der sicher, er hält den Ball. Und da ärgert sich der Spieler, das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Sie nehmen die kurze Variante. Flanke geht rüber an den langen Fuß. Und toller Schuss, was für ein Wahnsinnsreflex. Jetzt der Eckball. Es geht mit dem Abschluss weiter. Abschluss für uns, 36. Ja, ich habe momentan keinen, der da mal mitgehen kann. Vielleicht doch nur wo. Ja. Schon einen Schuss. Da ist das Tor. Da ist der Ausgleich. Alles wieder möglich in diesem deutschen Pokalfinale. 2-1. 2-2, Entschuldigung. 40. Doppelpack. Da konnte er doch mal so ein Turbo zünden. Der Gott sei Dank bleibt ja 2 Jahre. Und habe eine Kaufoption drin. Wenn ich die für 4,5 Millionen kriege, dann werde ich definitiv verpflichten. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Es wird sowieso viel Arbeit auf uns zukommen. Wenn wir bleiben dürfen, wir gemerkt, ne? Und dann macht das stark. Unwiderstehlich. Abwehr chancenlos. Obwohl sie dicht dran sind, hat es spitze gemacht. Obwohl er. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Schick. Wir sehen das frühe Pressing.
Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht von Bad Aischen. Mangala. Lippert. Aber die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Gibt's nix. Okay. Pause. So, Pausenpfiff. Das war's in diesem ersten Spielabschnitt. Zweimal gegen Leverkusen in Führung, zweimal konnten wir dann ausgleichen. Darf auch gerne weiter so gehen. So, gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Das sind wichtige Sachen. Also wir haben ja, ne, Leverkusen mehr vom Spiel. Ja, also gut, okay, das ist nichts Überraschendes. Es ist nichts Überraschendes. Anstoß Bayer und damit geht's hier weiter. Deswegen, alles ist gut. Wir sind drin in der Partie. Wir haben zwei Tore gemacht. Wir führen, wir stehen auf Unentschieden. Daher, alles ist gut. Machen Sie jetzt gut. Shot. Die Flanke kommt. Gefahr erstmal bereinigt. Es war ein Handelfmeter und es war eine Einzelaktion. Wird's. Aus der Situation, wo eigentlich nichts lief. Gut verteidigt. Und Tim Latteier, der das super löst, aber dann hier diesen Ball verlöst, spielt und dann holt er sich aber nochmal wieder. Die Gefahr damit vorüber. Andrich. Wird's. Jetzt gibt's Wird's. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Der ja schon sein Tor gemacht hat heute. Das könnte die Gelegenheit. Und das ist Mr. DFB-Pokal, hat die Chance für Bayreuth in Führung zu gehen. Aber ja, Becky. Meine Fresse, ey. Und Radecki hat das Ding ohne Probleme. Heute die. Und mit der Parade diesmal raus. Also Bayreuth ist dran. So ein bisschen. Versucht es zumindest. Jetzt die Flanke. Ball kommt nicht sonderlich gefährlich. Ja, okay. Ich habe mir so gedacht, okay, vielleicht pfeift er, gibt er doch noch irgendwie das Tor, weil dass der Ball dass er mit dem Ball ins Tor läuft. Erstmal geklärt. Gut den Körper eingesetzt. Sie gehen schon früh drauf, gehen auf Ball gesehen und Sterne. Jonas Sterner! Reingabe jetzt! Und wieder! Ist ja nicht so, dass jetzt die Führung verdient wäre mittlerweile. Ecke kommt, Sterner. Jetzt kommt die Ecke. Morgana, nicht da. Er bringt den Ball nicht aus. Er versucht's! Ecke kommt. Sie sind da, Ball wird geblockt. Beim Ballbesitz ist es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Beim Spielstand natürlich auch. Offensivfreudig. Beide Trainer lassen nach vorne spielen. Schick. Könnte was werden. Guter Pass. So. Ja, das ist Abseits. Abseits. Vielleicht ein Tick zu früh. Abseits Barnes. Ist natürlich immer eine riskante Spielweise. Dieses Lauern, dieses Spekulieren. Hier ist es schief gegangen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, genau das werden sie wieder versuchen. Weiter am Ball. Eklauf! Vielleicht die Führung jetzt. Kurze Distanz, kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sehe ich auch so, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. Mann, ey. Das muss doch das. Nach 73. Minute. Also, wir haben die Chancen. Wir sind da. Wir sind voll da. Ich kann mir jetzt. Sehr gut. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Ich befürchte, wer jetzt das nächste Tor fällt, der gewinnt die Partie. Sterner! Datei war es, Entschuldigung. 78. Bayreuth dreht diese Partie komplett um. Die haben sich sowas von reingefightet.
Wo ist die Abwehr? Das fragen wir uns vermutlich auch alle anderen hier im Stadion. Da liegt sie ganz einfach zu offen, zu nachlässig und dann lässt sich das Tor am Ende nicht mehr verhindern. Boah, was für ein Spiel, ey. Hätte nicht gedacht, dass ich das Ding drehe. Bisher zumindest drehe. So, Doppelwechsel. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss. 10 Minuten noch. Latein hat uns sein erstes 12-Pokal-Tor. Das könnte das ganz, das Wichtigste sein. Wenn es das letzte war. Sie gleichen aus. Schick! Damit ist hier jetzt alles drin. Was für ein Finale. Nochmal die Wiederholung des Tors. Da kommt zunächst die Flanke und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Ja. Stellungsspieler hinten in der Verteidigung. Es könnte Verlängerung geben. Der Ausgleich ist gefallen. Jetzt heißt es 3:3 und vielleicht war das noch nicht alles. Sie kommen nochmal, ja? Die wollen mehr als dieses Unentschieden. Chance zur Führung. Super abgewehrt hier. Mann. Der Keeper jetzt mit dem Ball. Ich hätte mich doch draufhalten können. Palacios. Und es bleiben noch 5 Minuten. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Ja, Fritz. Kollegen bieten sich an. Zieht in die Mitte. Nein, nein. Ist gefährlich. Nicht drin. Das wäre der späte Rückstand gewesen. Das wäre der späte Rückstand für das Ende gewesen. Es gibt wahrscheinlich Verlängerung. Wechsel bei Leverkusen. Da kommt die Ecke. Machen Sie halbherzig. Das könnte sich hier rächen. Leverkusen mit dem Foul. Das ist ein Freistoß. Freistoß, Leverkusen. Freistoß für uns. Abseits. Das knappes Ding. Das wäre es gewesen. Das wäre weg gewesen. Ich meine, es war knapp, aber es war abseits. Scheiße. Mann. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Und jetzt vielleicht doch. Schiri! Kommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Da kommt der Abpfiff. Und jetzt sehen wir hier tatsächlich noch jetzt die Überlegung. Jetzt schmeißt mir das Ding weg. Ich hatte 2 gegen den Keeper. Ich hatte 2 Spieler gegen den Keeper. Ich hätte vielleicht das Ding nicht, ich hätte den Sieg zumachen können. Und er fällt mir letzten. Er fällt mir weg. Das wäre das 3-4-3 vielleicht gewesen. Oh Mann, ey. Die Müdigkeit nochmal verdrängen. Die erste Hälfte der Verlängerung läuft. Abhaken, weiter. Boah, ist das bitter. Schiri, warum fällst du das Ding ab? Vielleicht Platz für Leverkusen. Da kommt der Schuss. Das macht er gut. Ja, erstmal Ruhe reinkriegen. Da ist der Ball jetzt weg. Er könnte das Führungstor machen. Das war knapp. Mann, ist das bitter. Exzellentes Zweikampfverhalten. Wir machen es gerade so ein bisschen in den Leverkusenern zu einfach. Wir haben Ballverluste gerade. Oh, und jetzt der Zug nach hinten. Nein. Dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Eckloff. Nils Petersen. Petersen! Der Schuss wird keine richtige Chance. Dafür ist er einfach zu hoch. Ah, verdammt. Und angezeigt jetzt 1 Minute Nachspielzeit.
Pause. Die erste Hälfte dieser Verlängerung ist damit beendet und es steht weiter unentschieden. Alles noch drin. Das soll jetzt. Mann, ey, wenn der da echt das Ding laufen lässt, dann führen wir hier. Hälfte 2 in der Verlängerung läuft. Pablo Fornals. Oh, viel Platz jetzt. Kein Tor. Er verhindert hier den Treffer. Unglaublich. Was solche Dinge darfst du nicht machen. Solche Versuche. Ja, kurz ausgeführt. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Das macht er gut. Er schlägt. Ja! Kurz, aber bleibt auf den Beinen. Sie wollen den Ball, sie haben den Ball. Wirtz. Das könnte die letzte Gelegenheit sein. Ist weg. Wenn sie jetzt treffen, gewinnen sie das Spiel. Da lege ich mich fest. Ja, wenn das Ding jetzt drin ist. Mann! Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Können Sie jetzt klären? Aber er kann aufatmen aus dieser Szene. Wird erstmal nichts. Schick! Sie rücken schön nach, bieten Sie an. Gute Parade. So, jetzt muss ich wechseln. Also jetzt ist es durch, weil ich glaube, es wird verletzt. Oh Mann, ey, der lässt mir in der 93. Minute, pfeift er mir mit 2 gegen den Keeper und einen Angriff weg. Oh, ist das bitter. Ist jetzt Jacke wie Hose weg, was ich mache. Wenn wir das Ding noch laufen lassen. Das war's. Adam Losek, Bayer Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem sehr gut gemacht. Das Spiel ist aus. Glückwunsch an diese Mannschaft. Was für ein Triumph. Boah, tut das weh. Spiel, nervenstark, spielstark. Und am Ende einfach auch besser, konsequenter, kaltschnäuziger. Die haben wirklich alles. Wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, wenn der Schiedsrichter das Ding in der 94. Minute laufen lässt, ich stehe mit 2 Spielern gegen den Keeper und der pfeift ab. Spielerisch. Aber natürlich auch taktisch. Es hat, muss man so deutlich sagen. Und Radecki hat ein paar Dinger rausgeholt. Das hätten wir vielleicht sogar gewinnen können. Große Momente, besondere Momente. So ist es aber halt mal. Kein Drehbuch dafür. Tolle Momente. Wir verlieren für das Finale um den DFB-Pokal nach einer super Saison. Dramatisch mit 3-4 nach Verlängerung. Sie können sich bei Radecki bedanken, definitiv. Und ein bisschen auch beim Schiedsrichter, dass wir das Ding verlieren. Es ist der im Moment schönste Pokal der Welt, dieser Mannschaft. Jetzt ist es soweit. Herrlich, 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 herrlich. So ist es halt manchmal im Fußball. Mal hast du einfach Pech dabei, manchmal hast du extrem viel Glück dabei. Wir verlieren es heute mit ein bisschen Pech. So ist es halt. Dann stehst du einmal falsch bei der Ecke. Jetzt geht's mit dem Teil in die Kurve zu den Treuesten der Treuen.
und zu denen, die sich mutmaßlich am meisten freuen. Ja, das sind die, die immer da sind. Übrigens auch in den Momenten, wo es keine Trophäe in die Höhe zu retten gibt. Die sind immer da und für die ist das logischerweise, ja, Party, Feiertag, Weihnachten. Es tut weh, gerade den anderen zu gucken. Ja, aufstellen jetzt. Es geht zum Zielfoto. Das, liebe Freunde, ist die Postkarte der Saison. Lieber Frank Buschmann. Metaphorisch eine brillante Leistung des Herrn an meiner Seite und eine tolle Leistung der Mannschaft. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Das ist das Tor. Und damit liegen sie nun vorn hier im deutschen Pokalfinale. Das soll jetzt der Ausgleich werden. Naja, ist halt passiert. Ob der uns tatsächlich nächste Saison das internationale Geschäft wegnimmt, damit müssen wir gucken. Gut, liebe Leute, das war's mit unserer ersten Saison mit der Spielvereinigung Bayreuth. In der neuen Saison geht's. Oder was haben wir noch? In der Interview. Ja. Naja, das Return begreife ich nicht. Ja, es hatte mal letztes Martin auch schon nicht gepasst in der Defensive. Da muss ein bisschen was passieren. War Pech, einfach gerade. Thank you. That's all the questions we've got for you. Gut. Ah, tut weh, tut weh, tut weh. Ja, ist halt so. 3,5 Millionen. Schwarz verkauft. Kriegen wir dabei für den DFB-Pokal auch mal ein bisschen was Geld. Für das Geld könnte ich Niveau verpflichten. Sagen wir Mai. Ja gut, die Saison endet, glaube ich, Ende 30.06. Ne? Endet die Saison. Gut, ich würde sagen, wir machen keinen Break. Oder wir beenden das Ding hier noch. Warte mal. Und dann beenden wir hier unsere Saison auf den 1.7. Ist jetzt, geht das schnell eigentlich. Ja, ist halt so. Nicht schlimm. Wie gesagt, wir werden viele, viele Abgänge haben. Wir werden auch den Kader neu aufbauen müssen. Auslaufende Spielerberät, Luca Petzold, ja, der wird nicht verlängert. Hat eigentlich keine Rolle gespielt in dieser Saison, daher ist es eigentlich auch nicht schlimm. Wir gehen wieder in die neue Saison. Bleibt dabei, bezahlt, wird, wie gesagt, ablösefrei gehen. Ah, tut das weh immer noch, diese Niederlage. Aber ja, ist es passiert? Da ist jetzt auch nicht.
es tut halt irgendwo trotzdem weh. So, und damit endet unsere erste Saison. So, wir sind raus für heute. Wir enden jetzt kurz die Saison hier. Unsere erste. Ah, geil, wir dürfen verlängern, wir dürfen bleiben. Geil. Oder? Sagt der Schiedsrichter. Sagen die jetzt, Schiedsrichter, ja. Sagen die, ich habe jetzt auf den Schiedsrichter eingedroschen nach dem letzten Spiel. Tut weh, das tut richtig weh, wenn der wirklich in der 94 Minute lässt den Angriff laufen, Schiedsrichter. Dann kann es, wenn alles gut läuft, hier 3-2 für uns stehen und wir sind durch. Aber so passiert es halt. Du führst 3-2, kriegst vor Ende das 3-3 und verlierst in der 121. Minute 3-4 nach einer Ecke. Aber ist halt Fußball. Ist passiert. So, warte mal kurz hier, bis das Ding durch ist und dann geht's rein in die neue Saison. Ich hoffe, dass wir vielleicht den einen oder anderen Transfer noch zumachen können. Das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich muss jetzt kurz warten, bis der hier unten dann Zeug zurechtgeladen hat, dass ich hier speichern kann. Und ja, in der nächsten Folge, also morgen um 14 Uhr, sehen wir uns dann wieder. Und da freue ich mich dann mit euch in die Vorbereitung auf die Liga 2 zu gehen. Und ich weiß noch nicht, ob wir tatsächlich Europa League spielen. Das müssen wir. Vielleicht dürfen wir Europa League spielen. Weil Leverkusen oben gestanden ist, dass sie quasi als internationales Geschäft, was ja jetzt wäre, wenn sie natürlich nicht unter den ersten 6, 7, 8 stehen, 7 meistens, dann wäre es tatsächlich so, dass wir, je nachdem wie FIFA das wertet, in der Europa League antreten dürfen. Was haben wir hier? Ach, das ist der Schumacher, ne? Das ist der von Hansa, der neue, der mit uns in die neue Saison geht. So, ich brauche jetzt keine Vorbereitung, möchte ich jetzt auch gerade gar nicht spielen. Ich will quasi durch. Genau, in der nächsten Saison geht es dann weiter mit der Anpassung vielleicht. Atmosphäre, Heimstadion, wie auch immer. Schauen wir mal. Gucken wir noch, was ich habe. Genau. Zweite Liga gegen St. Pauli, Auswärtsspiel. Naja, würde ich mal sagen. Gut, ich bin raus heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder mit der Karriere mit Bayreuth und dann geht's in die Vorbereitung auf Liga 2. Bis dann. Ciao.